Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und heute kommt Teil 2 von unserem Video zum Thema Österreich-Reise. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr nicht wisst, wo ich zuletzt war, ich auch nicht, also fange ich einfach, weil wir fahren gerade nach Bregenz Rhein an. Und da war dann sehr gut der Fender zu sehen. Und ich muss zugeben, alleine als ich den Berg gesehen habe, war es mir schon wieder schlecht, weil das letzte Mal bin ich an diesen Berg hochgefahren. Und ich habe echt, da dachte ich wirklich, das war's jetzt mit mir, als ich diesen Berg hochfahren musste. Oder hochgefahren, als wir den hochgefahren sind. Ja, dann sind wir auf jeden Fall in Bregenz gewesen. Und da hat sich dann die Gruppe ein wenig aufgesplittet, nämlich die Damen sind zu einem Modegeschäft und unser liebenswerter Fahrer ist dann zu einem Kunstmuseum gegangen, das irgendeine besondere Ausstellung hatte. Und ja. Ja. Das nächste Mal gehe ich vielleicht auch mit zu dem Kunstmuseum, wenn ich so drüber nachdenke. Und ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir Mädels, waren dann in diesem süßen kleinen Modegeschäft. Ah, nein, entschuldigt, ich habe was durcheinander gebracht. Nämlich als wir in Bregenz angekommen sind, war noch so ein kleines Geschäft mit verschiedenen Kleinigkeiten, so Sachen, die man hat, aber die man nicht unbedingt braucht. Also so dieses Prinzip nach dem, ich habe da diesen wunderschöne Ladebank fürs Handy in Lippenform mit einem roten Kabel und auf die Frage, brauchen wir das denn so? Ja, nö, eigentlich nicht, aber ich hab's. Solche Geschichten waren das. Und dann war es auf jeden Fall so, dass wir da drin waren und da gab es total die verrückten Sachen. Was fällt mir gerade so ein? So Socken mit Mustern von Bildern vom... Oh Gott, das weiß ich nicht mehr, wer welche. Es war ein Künstler, dessen Bilder auf Socken gedruckt wurden. Und Jeanshosen. Und dann auf der nächsten Seite waren so fertig Pasta-Gerichte. Und ja, so war das dann. So verschiedene Sachen, ob Elektronik oder auch Spiele. Beispielsweise so ein Kartenspiel Diktatoren. Quartett. Das war auch so was mir gerade so einfällt. Das gab es da auch. Ja, und danach hat sich dann die Reisegruppe aufgesplittet und wie schon gesagt, vorher gerade, das ist jetzt so lange her, also ich hoffe, das konntet ihr euch merken. Und ja, dann waren wir Mädels waren dann auf jeden Fall in dem Modeladen und der war echt wunderschön, also er war schön so von der Einrichtung, von der Art, so ein bisschen wie wenn man eine Zeitreise macht. Und dann war da dieser unglaublich prunkvolle, Leuchter an der Decke, wo ich mir so gedacht habe, okay, sowas kennen wir eigentlich nur so von Ballsaalfilmen, so an Ballsälen, diese riesen Leuchter und ja. Und da wollte sich dann Babette ein hübsches Kleid kaufen und sie hat, glaube ich, um die 10 Kleider anprobiert. Und dann hat sie auch eins gehabt, das wirklich schön war, das gut ausgesehen hat, aber dann war es aus Polyester und da hat sie kein gutes Gefühl für sich gehabt mit dem Stoff und deswegen wollte sie das dann nicht haben. Und ja, das war dann, dann sind wir halt unverrichtet das Ding wieder rausgegangen. Und danach sind wir dann direkt zum Sudolüti und da waren wir dann dieses Mal nicht nur sind wir dran vorbeigefahren, sondern dieses Mal waren wir in dem Sudolüti drin, wo ich schon mal von einem Vlog euch gezeigt habe. Und da waren wir dann da drin und wow, ich habe noch nie so eine riesengroße Auswahl an Salaten und vor allem auch so frisch hergerichtete Salate gesehen. Da habe ich mir dann einen Salat mitgenommen und auch verschiedene Soßen gab es. Also für den Salat noch verschiedene Soßen, unglaublich viele. Da habe ich dann auch was ausgesucht. Und dahinter gab es dann noch eine ganze frische Theke, auch wieder mit Salaten und auch mit anderen Sachen zum Essen. Einfach so wirklich so gerade frisch gekochtes. Und ja.
Ja, und dann, was ich auch so witzig fand, war, es gab da diese Maisflips-Dinger. Also, ja, kann ich euch jetzt nicht so gut beschreiben, aber sie sehen so aus wie, ich glaube, jeder kennt Erdnussflips und die dann nur noch in größer und eben aus Mais. Und ja, davon habe ich dann 4 Tüten mal mitgenommen, weil die haben 99 Cent die Tüte gekostet. Und da habe ich gedacht, naja, machst du nicht viel kaputt. Und ja, die habe ich dann auf jeden Fall mitgenommen. Und dann bin ich zu dem Regal gegangen, zu dem wir ja eigentlich wollten, nämlich zu dem mit den Lasagnen und Tiefkühlartikel. Und ich habe auch noch nie in meinem Leben so eine Riesenauswahl an Tiefkühllasagnen gesehen. Also bei uns ist das nicht unbedingt so üblich bei dem Einkaufsmarkt, wo wir regelmäßig sind oder auch in dem nächstgrößeren, der bei uns ist, da gibt es das auch nicht so. Und ja, und als ich ganz ehrlich, als ich die Lasagne rausgeholt habe aus dem Regal, da habe ich mir echt erst überlegt, sei jetzt vorsichtig, weil nicht, dass du in dem Regal verschwindest und die Chroniken von Narnia nachspielen musst. Also ich kann sagen, in dieses Regal hätte ich wirklich ohne Witz gut reinstehen können, nein, eigentlich sogar mit allem. Ich hätte echt reingehen können, so richtig mit dem ganzen Körper. Also ich hätte da reinstehen können. Ja, wäre mir aber zu kalt gewesen, um ehrlich zu sein. Ja, und nachdem wir dann auf jeden Fall beim Sutterlitti waren, hatten wir dann alle irgendwie so ein bisschen Hunger. Und dann habe ich mir so gedacht, weil direkt davor gibt es einen Chinesen. Dann bin ich auf jeden Fall reingegangen und habe dann bei dem Chinesen mir was zum Essen bestellt. Und ich muss zugeben, die kleine Reise, die war echt super toll. Und das einzig wirklich miese an der ganzen Reise war dieses chinesische Essen. Also es gab da einfach keine Soße auf die Nudeln. Die waren nur ölig und trocken. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber die waren ölig und zugleich trocken, ohne Ende. Ja, und die habe ich dann auf jeden Fall im Auto gemampft. Und dann sind wir eigentlich auch schon auf dem Heimweg gewesen. Wobei ich dann noch kurz bevor wir heimfahren wollten, also habe ich noch bei uns vorm Parkhaus, gab es da diesen Aufhänger, wo Zeitungen drin waren. Die hätten 1,90 € gekostet, die Zeitungen. Und der Aufhänger war offen. Und dann bin ich in einen Gewissenskonflikt mit mir geraten. Ich habe mir schon eigentlich noch wollte ich eine Zeitung oder so mitnehmen vom Tag, damit ich immer weiß, was an dem Tag sonst noch so los war in Österreich. Und ja, und dann war ich da und dachte mir, ja gut, die Zeitung kann ich jetzt rausnehmen und dann den 1,90 € reinstecken. Oder musst du den 1,90 € nicht mehr reinstecken, weil die Zeitung ja schon freigegeben ist zum Verschenken. Oder wie läuft das jetzt? Und da ich mir da dann einfach nicht sicher war und irgendwie auch keiner um die Ecke kam, der es mir erklären hätte können, habe ich mich dann entschieden, es doch lieber zu lassen. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall wieder auf dem Weg nach Hause gewesen. Und da haben wir dann nochmal bevor wir zu Hause waren, gab es noch diesen Laden, der heißt Prinz. Und beim Prinz, da haben wir dann noch Spirituosen gekauft. Ich habe einen Likör und einen ein Likör und einen Schnaps gekauft zu Weihnachten, einfach so als kleine Mitbringsel. Und ja, und dann sind wir heimgefahren. Wir sind durch Bayern gefahren, wo ich auch nicht gewusst habe, dass das so nah an Österreich angrenzt. Ja, Geografie und ich, wir sind noch nie Freunde gewesen. Das könnt ihr mir glauben. Ja, und dann als ich dann zu Hause war, habe ich dann meine Tiefkühlbox ausgeräumt und bin noch ein bisschen bei meiner Mom gewesen, habe ihr erzählt, was so passiert ist. Und dann bin ich auch schon nach oben gegangen und dann war auch schon meine Sprache fast weg. Also ich habe noch mit meinen Großeltern vorher telefonieren können und dann war mein Sprachzentrum zu und hat sich auch erst wieder vor einer Woche geöffnet. Entschuldigt, ich habe hier gerade so eine Mini-Fliege, die macht einen Lärm wie 5 große. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass die. Oh, ich glaube doch nicht. Entschuldigt, das glaubt man echt nicht. Ja, auf jeden Fall war das dann so mein Österreich-Trip und den wollte ich euch erzählen und ja.
Das ist eigentlich alles. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wo ihr denn das letzte Mal einen Tagesausflug hingemacht habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.trinkmeldoutlook.com. Ich will jetzt so schnell wie möglich weg von dieser Mini-Fliege, die mich nervt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch. Bis bald. Ciao.